Hallo Leute, mein Name ist Gabax und ich begrüße euch wieder zu einer weiteren Folge von Project Ozone 2 Reloaded. Und wieder mit dabei ist der Lupus Nox. Hallo zusammen. Oder auch Lupus. Dieses Nox, keine Ahnung, was das soll. Das ist ein Nachname. Ja, und zwar, wir sind jetzt hier immer noch in unserer kleinen Höhle. Wir mussten ja jetzt erstmal den Ghast verscheuchen in der letzten Folge. Was für ein Ghast? Ja, genau. Wir haben jetzt auch schon einige Tinker-Sachen. Au. Shit. Ich hasse Bogenschützen. Achso, ich mach mal zu. Tschüss. Ja, ich brauch Knochen. Genau. Übrigens, so. Was mir jemand gesagt hat, wir können auch wohl Flint benutzen, ne? Wofür? Anstatt, also für die Tinker-Werkzeuge. Ja, schön. Wo soll ich denn jetzt Flint herkriegen? Ja, keine Ahnung. Von Clay. Also von Kies, meine ich. Ja, erstmal Kies finden. By the way, wir brauchen. Oh, es wird ja schon wieder dunkel. Eigentlich brauchen wir ganz viel, was sag mal schnell hier, Clay wollte ich gerade sagen, genau. Nee, also wir brauchen jetzt, ja, wir brauchen jetzt erstmal, wir wollen ja die Smeltery bauen. Eben, also, dafür brauchen wir Ton. Genau, aber andere Sache, mir wurde auch gesagt, es ist einfacher, wenn wir dann ein Dorf finden würden, was wir jetzt natürlich nicht haben und im Dunkeln nicht finden. Da können wir nämlich, wenn wir Glück haben, eine abbauen. Beim Schmied. Eine was? Ja, eine Smeltery. Ach was, ernsthaft? Ja. Oh. Ja. Das ist natürlich schon geil. Das ist richtig geil. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Oh, da ist ein Creeper. Mal gucken. Wie konnte ich denn das Teil nochmal bauen hier eigentlich? Diese schwarzen Dinger. Ach shit. Wie ließ sich das denn nochmal bauen? Clay und dann. Ach nee, ich glaube, dieser Tonblock da brauchen wir ja, ne? Ja, ja, dafür brauchen wir ja erstmal Ton. Ja, ja, Ton habe ich ja gerade. War das so? Ah ja, okay, so. Erstmal im Viererkästchen bauen hier, so. Da, 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 da. Also ich habe schon, ja, ein bisschen habe ich schon. Also ich habe schon den Gusstisch, ich habe den Schmelzkern, also den Schmelzereikern. Mhm. Ich habe einen versenkten Ziegel und noch ein paar Ziegelsteine. Das heißt, ohne Hexe. Das heißt, wir können schon ein wenig mehr machen. Jetzt ja, muss ich mal gucken, wie war das denn jetzt hier mit den die Teile, wie stelle ich die jetzt her? Oh, ich habe einen Steintwell gefunden. Achso, ein Mörtel. Hä? Bin ich gerade blöd? Oh, guck mal gleich. Ich finde keine Knochen, ey, das ist voll scheiße. Also die Teile werden aus Mörtel hergestellt. Mörtel. Ah, okay, hier. Ach, scheiße. Okay, aus Einton, Kies und Sand. Oder halt den großen Ton und dann so das anordnen. Mhm. Oh, Quest-Update. Lava-Generator oder Generation. Oh, praktisch. So. Meine Axt war gerade. Was war das? Was denn? Ja, aber warum Quest-Update? Hast du auch eins gekriegt? Ich habe zwar ein Ding gehört, aber das müsste eigentlich meine Pickaxe gewesen sein. Okay. Also ich habe jetzt auch das Questbuch gar nicht dabei. Oder müssen Skelette? So, das Ganze brennen wir. Skelette, Skelette, Skelette. So, da ist ein Creeper, da will ich jetzt nicht hin. Moment, ich packe erstmal meine ganzen Sachen irgendwo in eine Truhe, bevor ich hier drauf gehe. Ist die Tür auf? Nee. Jetzt ja. Nee, meine Frage bezog sich eher darauf, ob da was hinter der Tür steht. Ach so. Nee, war alles in Ordnung. Nee, ich brauche noch Clay. Du hast nicht zufällig Clay? Nein, aber ich kann mitkommen. Ich war nur eben, ich wollte nur. Oh, ich will mal. Wilma! Ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Oh, da ist ein Zombie. Hallo, Zombie. Hey, hi. Au! Tust mir weh. Legendärer Lootbag? Oh. Ein was? Legendärer Lootbag. What? Wo kriege ich denn hier gerade die ganzen Lootbags her? Wo jetzt? In unserer Höhle oder was? Ja, nee, die habe ich gerade im Inventar gehabt, unter anderem. Okay.
Ich stelle mal ein paar neue Kisten auf. Ne? Also wie gesagt, wir brauchen jetzt Kies und Sand noch ein bisschen für diese Ziegelsteinchen, also für diese schwarzen. Und dann können wir eigentlich eine Smeltery bauen. Kannst du mal gucken, ob der eine Ofen, der untere, noch Kohle hat oder halt brennt? Der untere brennt, ja. Okay, super. Weil da werden gerade die Ziegelsteinchen produziert. Soll ich ihn brennen lassen? Ja, am besten. So. Gucke ich mal hier am Fluss, ob hier irgendwo noch Clay liegt. Ich weiß halt also nicht, du musst am Ende mal die Kisten durchgucken, wenn du Rüstungsteile haben willst, weil ich tue jetzt, oder beziehungsweise ich schmeiße jetzt hier gerade alles mal einfach mal in die Kisten rein. Bau am besten mal noch eine Kiste. Ja, habe ich schon. Ich habe schon zwei Stück gebaut gerade. Okay. Wir können ja erstmal diesen riesengroßen Raum, den du da gebaut hast, aus welchen Gründen auch immer, erstmal als Lagerkammer nutzen oder so. Aber hier ist nirgendwo Clay, ne, an den Seiten. Ah, hier, das nehme ich mal mit, das Zuckerrohr. Daddy, das Zuckerrohr. Daddy, das Zuckerrohr? Genau, ja. Den Zuckerrohr. Weil Zuckerrohr können wir ja für Papier benutzen. Ach, Mann, oh, ich setze mal aus Versehen Dinge. Okay, da ist ein Creeper. Dieses komische Eichenholz kann ich mal hier mitnehmen, wenn das hier schon so doof rumliegt. Was ich richtig geil finde an dieser Mod, ne, an diesem Mod-Paket meine ich, dass du halt die ganzen Planeten oben am Himmel siehst. Ach du Oho! Wo denn? Bei uns drin oder was? Was? Bei uns oder wo? Nee, ich bin ja auch gerade draußen. Ich dachte, ich sammle noch ein paar Knochen. Okay. Ich kriege aber keine. Okay, ich. Nee, ich habe gerade einen John Cena-Creeper gekillt. Und ich habe eigentlich nur. Ich habe schon Pumpen. Ich dachte, ich bin da. So, erstmal Sand und Moment. Hierfür waren das jetzt hier noch. Da haben wir noch ein bisschen Ton. Da haben wir noch ein bisschen. Nee, haben wir gar nichts mehr. Doch, da. Und ein bisschen Sand. Das packe ich nämlich nochmal zusammen. Geht's. So. Gebt mir eure Knochen, ihr Schweine. Da hatte ich nämlich nicht genug von. Zack, 3. 7 Stück noch. Ach, so viel Sand habe ich ja jetzt nicht eingesammelt. Hast du noch vielleicht Sand irgendwo? So Sand? Bei mir. Bei dir? Wenn das deine Frage ist. Ja. Ich kann Sand besorgen, weil hier. So, ich habe allerdings keine Schaufel. Wie viel Sand brauchst du denn? 10? Ja, kann ich mitbringen. So, ich muss mir jetzt erstmal Holzkohle herstellen, weil irgendwie. Ja, da ist doch noch zur Not noch normale Kohle. Ja, wow. Konnte man nicht aus Eichenholzbrettern. Ging das nicht, dass man daraus Kohle macht? Oder musste man das aus dem Holz direkt machen? Nee, du musst es aus dem Holz direkt machen. Oh Gott, ist das teuer. Ja, also noch. Okay, aber ich kann Bretter benutzen zum Anfeuern. So lächerlich. So, 16 versenkte Dinger. So, das ist schon mal schön. 40 sogar jetzt. Ganz komischen kleinen Dinger hier. Oh, das letzte. Das ist gerade höher. So, warte mal, was hast du denn da jetzt für mich? Eine Brust und ein Kopf bräuchte ich. Nee, das sind natürlich nur Schuhe. Nee, das waren Hosen und Schuhe, ja, alles. Was Protection 5, Protection 1. Protection 2, 2, 5. Und ein Schwert? Okay, das ist ja kaputt. Ja, ein Steinschwert. Ja, das ist. Muss gucken, ob du es reparieren kannst. Das ist fast kaputt, das Teil. Ansonsten kämpfe ich halt die ganze Zeit mit der Axt. Mhm. Ich habe 3 Knochen, das ist nicht wirklich viel. So, ich schau mal, wo ich diese Sachen schon mal hinbauen kann. Irgendwo. Am besten, wo Platz ist. Ich gehe mal jetzt einfach unten in die Höhle rein. Ich habe da eine Spitzhacke. Bitte? Sand habe ich. Ja, leg einfach erstmal in die Kiste. In welche? Ist erstmal egal. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen, dass man den Schmelzofen dahin stellen kann. Ich habe auch noch Kohle. Neben unser kleinen Lufthasen. Oh, Schwefel. Der kleine Lufthase. Kann man den eigentlich auch töten? Ja, ne? Ich schon. Ich würde jetzt einfach die Smeltery hier hinstellen. Direkt. Oh, ich hab Gold. Wir müssen ja eh zusehen. Achso, wie sieht's denn eigentlich aus? Wollen wir eigentlich eher, ich sag mal, Höhlenmenschen sein? Oder wollen wir richtige Häuser, Hütten bauen? Oh, ich habe Eisenschwert.
Oh, Ich habe einen Helm. Schön für dich. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, solange wir nichts haben, bleiben wir erstmal hier. Ja, das ist klar. Ich meine jetzt zukünftig. Aber später können wir natürlich ein schönes Haus bauen. Also da, wobei schön bauen bei mir immer so eine Sache ist. Aha. Naja, Carpentry ist ja auch hier drin, ne? So, reicht das von der Größe? Wir brauchen ja eigentlich nur ein Feld in der Mitte, ne? Erstmal. So, ich denke schon. So, Und wie das viel Schaden? heißt, also jetzt erstmal den Schmelzkern. Müssen wir mal Oh, gucken, dass wir hier noch ein eine bisschen Platz Pickaxe. zum Navigieren haben. So. Brauchst du ein Schwert? Ein Schwert. Ein Schwert. Was denn für eins? Eisenschwert. Habe ich in die Truhe getan. Ja. So, so. Und dann hier nochmal drumherum die beiden, ne? Dass man so alles findet. Brauchte man nicht auch noch einen Tank? Einen Tank braucht man auch noch, ne? Ja, einen Tank brauchst du noch. Da kommt wohl ja der. Lava, ne? Kommt da rein. Ja, und wir brauchen noch ein. Am Bucket hatten wir doch. Und so ein Trichter, ne? Also so ein. Sag mal, hast du noch. Clay. Ich vergesse immer das englische Wort, das deutsche Wort. Ton. Mörtel. Hast du noch Mörtel Ton? oder was meinst du? Nein, ich will Clay haben. Ich will Ton. Nee, das habe ich nicht. Habe ich alles verbaut, verbraucht. Doch, hier, warte. Ton liegt hier in der Kiste. Musst du nur wieder aus den Blöcken rausbauen. Also musst du wieder zu Da. kleinen Vieh machen. 1a. So, wie war das Ah, das jetzt? ist Vier richtig. Stück, ne? Ja. So, jetzt habe ich dann noch einen Teil. Okay, also das stelle ich jetzt erstmal hier hin und Ach, Unfall. musste man unten den Boden auch als Smeltery Block Oh, machen? nee. Bitte? Den Boden auch als Smeltery Block oder kann das ein normaler Block sein? Ich glaube, das muss auch ein Smeltery sein. Okay, ich muss mal ins schlaue Büchlein hier gucken. Wo liegt denn das? Ich glaube, nach oben hin kannst du sie offen lassen, aber das muss Oder sein. warte, ich gehe einfach mal hier auf Ach, Ding. verdammt. Für das, was ich brauche, bauen will, brauche ich Knochenmehl. So, ich gucke einfach mal hier in rechts in das schlaue Teil rein. Und zwar, Guck mal wo eben, ist ob denn ich das? Lava finde in der Nähe. Doch, warte mal, das Ach, war's hier auf der oben. Karte. So, und zwar brauche ich einmal. Ja, kannst du mal bitte Ich geh mal Eisen holen. aufpassen? Was denn? Ja, ich habe es schon mal gehört. So, ksch. Ja, So. ich habe gerade einen Creeper gekillt. Ich habe jetzt hier einen Zapfhahn, ne? Den muss ich ja einmal bauen. Ja. Das kommt ja über den Gusstisch. Ja. Dieser Zapfhahn muss der bei der Schmelz aus bei dem Ausguss sein, ne? Ja. Okay, da muss ich also erstmal jetzt einen Ausguss bauen. So, einmal Ausguss und einmal so ein Zapfhahn. Und dann noch ein Tank, hast du gesagt. Versenkter Genau. Tank. Okay, das ist einmal drumrum alles. Das wird nicht reichen. Muss ich nochmal. So, Moment, hier brechen wir erstmal kurz ab, weil. So. So, also So, Lava habe ich. Glas. Ach ne, wobei, das kann ich eigentlich noch weiter brennen lassen. Die können auch fertig Nein, aus sein. welchem Material wollten wir jetzt eigentlich die Waffen machen dann eigentlich? Was wäre denn das nächste? Das nächste ist, glaube ich, Tin. Nee. Was war denn das nächste? Kupfer? Weiß ich nicht. Ich weiß es schon gar nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Da. Ich hätte jetzt einfach. Uppala. Ich hätte jetzt So. einfach. Erstmal Stein genommen. Du Stein. hast, glaube ich, das Teil gerade eingesammelt, was ich brauche. Den Tank? Ja, mach Ja. bitte. So. Tank, da brauchen wir Lava. Wie kriegen wir da jetzt eigentlich Lava rein? Habe ich hier, da. Okay. Gehen wir mal weg. Da bin ich schön. Das ist doch richtig, ne? So. Ja. Ja, okay. Funktioniert schon. So, jetzt brauchen wir noch einmal ein Steinding. Ja, sicher Moment. funktioniert die schon. Ich sag ja, die muss ja oben nicht. So. Die Frage ist, haben So, wir. und dann, je höher die gebaut ist, desto. Wir haben Kupferbarren. Wir brauchen. Oh, Wie guck viel mal. Barren brauchst du denn für ein so ein Ding? Für Das einen ist eine gute Kopf? Frage. Willst du wirklich, war das nicht so, dass der Kopf entscheidet doch, womit du es reparieren kannst, ne?
Deswegen würde ich doch erstmal Ja. anfangen, dass wir Ja, Steinköpfe aber machen. was entscheidet denn, womit du, also wie stark die Abbaugeschwindigkeit ist? Also die Abbaukraft? Puh, das weiß ich nicht. Entscheidet das nicht auch der Kopf? Das kann ich dir nicht sagen. Weil alles Da bin andere, ich überfragt. alles andere macht ja gar keinen Sinn. Quest complete. So, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn? Schon wieder, noch einer. Bitte. Ah, hier. Steinwerkzeugbindung, das wollte ich. So, das Oh, können wir warte als mal. Gussform Wir können benutzen. aus Eisen machen. Warte mal. Da oben, ich hatte doch die Eisenspitzhacke. Die habe ich doch gerade gefunden. Pass mal auf, ich lege jetzt Nee, das war ein erstmal. Eisenschwert, verdammt. Warum Doch, brennt? da Eisenspitzhacke. Also ich lege jetzt erstmal Steine rein, um überhaupt eine hier die Steinwerkzeugbindung zu bauen. Damit Ja, wir, ich. weil ich meine, das kann man jetzt alles nicht schon aus Kupfer machen. Das können wir uns nicht leisten. Wow. Den hölzerner Werkzeug, hölzernen Werkzeuggriff können wir erstmal so lassen. Was denn war? Ich habe gerade zwei Eisenblöcke abgebaut und die Eisenspitzhacke ist Schrott gegangen. Okay. So, ja, das ist natürlich doof. Ja, das dachte ich auch. Also ich habe zwei Eisenblöcke. So, ich sehe schon, dass. Und da unten ist noch mehr Eisen. Also theoretischerweise können wir auch einen Eisenkopf machen. Ja, so dauert das natürlich ja ewig. Ich sehe schon mal zu, dass ich das ein bisschen größer bauen kann. Das war irgendwie viermal, also vier Blöcke in der Mitte haben. Bist du sicher, dass du überhaupt aus nicht da reinfallen? Ja, ich habe es gerade noch Weil sonst ist rausgekriegt. da, sonst ist Blut in der Schmelze und das ist scheiße. Ich Das müssten wir weiß. jetzt wieder kriegen. Ich bin schnell wieder rausgesprungen. Dann ist ja gut. Nee, das war es erstmal auf vier Blöcke machen und dann nach oben. Weil so Okay. dauert das natürlich ewig, ne? Ja, ist richtig. So, das heißt. So, dann buddel ich mich noch mal ein bisschen in den Keller, in der Hoffnung, dass ich noch irgendwas finde. So. Also ich sag mal, wenn wir einen Kopf aus Eisen machen, dann können wir wenigstens Eisen abbauen. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Ja. So. Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich Schlaukopf. So, da haben wir noch vier Stück drin. Wie lange braucht der denn, ey? Versenkter Stein, 18 Naja, die Millibuckets Schmelze ist sind da halt drin. klein, ne? So, dann drücken wir da einmal drauf. Die Reicht das Frage schon? ist, reicht die Lava? Das hole ich noch mal im Lava. Ja, hol am besten nochmal Lava. Wo hast du denn diesen Eimer eigentlich gefunden? Im Lootbag war der drin. Okay. Okay, also ein geschmolzener Stein reicht nicht für so einen Verbinder. Da brauchst du also wahrscheinlich mehr. Davon kann nochmal. Zack. Nee, das war Dann hole ich falsch. eben noch ein So. bisschen. Daran soll es ja nicht. Also an. Ha? An? An Lava soll es nicht liegen. Alter, Wortfindungsprobleme, ey. Also ich weiß nicht, was heute wieder los ist. Für Minecraft, da brauchst du nicht reden. So, diese komischen Barrels, die baue ich mal ab, ne? The Barrels. Ja, die Ach, Barrels, die die. hier stehen, die brauchst Ja, du ja stimmt. nicht, Die ne? hatten wir ja nur so gebaut. Ja. Brauchen wir Aktuell irgendwie brauche für ich die die. Quest, glaube ich, ne? Ja. Das Coole So. ist, wir können auch später so, ich weiß gar nicht, wie heißen die denn? Haben die überhaupt eine deutsche Übersetzung? Better Barrel? Nee, haben die gar nichts. Crucible. Oh Gott, ey, mein Englisch. Das sieht im Prinzip so ähnlich aus wie die Dinger, die da jetzt stehen, nur aus Lehm. Okay, die kenne ich gar Und nicht. da kannst du Steine reintun und dann macht das Ding Lava daraus. Ah, okay. Nee, das Das kenne ich heißt, nicht. wir können im Prinzip unendlich Lava produzieren. Wow, hier geht's raus, okay. Wenn du daraus später noch eine Fabrik brauchst, dann kannst du da unendlich. Boah, also das ist mega. Unendlich, unendlich. Ja, dann kannst du im Prinzip unendlich Lava produzieren. Das kannst du dann wiederum mit an die Schmiede anschließen. Das heißt, du kannst so viel, wie du willst, ne, produzieren. Und warum schwebt hier eigentlich ein Baum? Weil er es kann und ich ihn nicht fertig abgebaut habe, wahrscheinlich. Ja, stimmt, weil ich da nicht hochkomme. Ich hatte jetzt auch kein
zerstört, um da hochzukommen. So, ich hol noch mehr Lava. Das reicht, reicht nicht. Blood Moon. Weiß aber noch nicht genau, was eigentlich Blood Moon heißt. Dadurch werden, meine ich, die Zombies und so alles stärker. Die ganzen Monster. Ja, aber. Egal, hauptsache spawnen mal welche. Ich will Knochen haben. Na, scheiße, scheiße. Was denn? Ich bin gerade in Treibsand gefallen. Oh. Ist das schlimm? Gott, ja, da kommst du ganz schwer raus. Ja, habe ich auch gemerkt. Ich bin aber rausgekommen. Okay, super. Top. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Komm ich denn? Nein! Scheiße. Irgendwie habe ich mal gehört, mit Treibsand kann man auch irgendwie Mob-Farm bauen. Okay, ja, bestimmt. Das soll wohl auch irgendwie gehen. Habe ich mich aber nie mit beschäftigt. So, erstmal alles einsammeln hier. Flup, 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 flup. Ich meine, wir kommen ja so langsam voran. Ja, das ist richtig. No. Machen wir langsam. Wir haben jetzt endlich die Smeltery. Ich sehe gerade, ein Barren passt da schon mal raus. Das heißt, warum kann ich da denn jetzt immer noch nicht diese Gussform rausmachen? Wundert mich gerade ein bisschen. Wo raus kannst du keine Gussform machen? Ach, warte mal. Kann es sein, dass ich... Ah, warte mal. Kann es sein, dass ich das gerade falsch rum mache? Dass ich diese Gussform erstmal... Kann ich... nur für Gussform... Ach, wahrscheinlich muss ich die Gussform daraus erstmal erstellen, ne? Kann das sein? Woraus? Ich muss ja jetzt Gussformen machen. Ja. Damit wir da überhaupt was rauskriegen. Das ist richtig. So. Und die Gussform musst du aus dem Material erst machen. Ja, ja, aber ich habe hier ja eine Steinwerkzeugbindung. Kann nicht für Werkzeuge verwendet werden, nur für Gussformen brauchbar. Genau. Nur wie konnte ich jetzt nochmal die Gussform produzieren? Indem du die... Und den du das Ding auf den Tablet legst? Nee, eben nicht. Doch. Welchen Tablet? Welchen denn? Auf den Tablet. Sekunde, ich komm. Oh, mir fliegt gerade hier alles um die Ohren. Oh, 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 oh. Lass sie bloß nicht reinkommen hier. Würdest du mir bitte ganz kurz die Tür aufmachen? Ja. Danke. Komm rein. Mir bitte. Mach hier mal lieber wieder zu. So. Ich habe hier den Werkzeugbinder. So. Das Problem ist, den kann ich hier nicht direkt... Wow. Alter. Bin ich froh, dass das Ding keinen Blockschaden macht. Sonst wäre jetzt unsere Wand weg. Nicht nur die Wand. Ja, so. Genau, auf diesen Gusstisch legst... Ja, eben nicht. Guck mal. Und wenn ich da jetzt auf den Zapfhahn drücke, da ist jetzt ein Barren schon drin. Dann kannst du mit versenktem Stein keinen Abdruck machen. Ja, muss ja. Das ist so eine Steinform. Nein. Das hat nichts mit der Steinform zu tun. Okay. Das hat... Woraus du den Abguss machst, ist vollkommen Latte. Okay, kann ich denn nachgucken, aus was ich das für ein Material... Warte mal, da konnte man noch irgendwie dran klicken, aus welchem Material das gemacht werden kann, ne? Warte mal. Hey, du ahnst gerade nicht, was für ein Schwert ich hier gezogen habe. Wo, wie, wo? Ich habe gerade das Enderschwert gezogen. Lol. Wie viel Glück kann man denn haben? Ich hab das Enderschwert jetzt. Okay, allerdings, ich sehe gerade schon wieder auf die Uhr. Und oh ja. Wir können eigentlich diese Folge mal beenden. Wir haben ja jetzt endlich die Smeltery fertig. Die werde ich jetzt in der nächsten Folge definitiv größer bauen, damit da mehr reinpasst und erstmal dieses komische Ziegelzeug da wieder rausholen. Und dann muss ich mal in Erfahrung bringen, was ich damit so alles bauen kann. Ne? Also wahrscheinlich kann ich aus diesen versenkten Ziegeln erstmal nichts machen. Oder ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, hier ist... Ne? Ja gut, alles klar. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen da lassen und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Project Ozone 2 Reloaded. Also bis dahin, ciao! Tschüss!